Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe KooperationspartnerInnen, ich ja, möchte heute gerne über betriebliches Gesundheitsmanagement sprechen und die Bedeutung des betrieblichen Gesundheitsmanagements für Mitarbeiter binden und Mitarbeiter finden. Ja, warum betriebliches Gesundheitsmanagement? Ich denke vor allem die Generation Z, aber auch schon Y. Ja, hat immer mehr die ja den Ausgleich oder das ja das Verhältnis Freizeit zu Arbeit im Hinterkopf. Das heißt also, den MitarbeiterInnen ist es sehr, sehr wichtig, dass es da einen Ausgleich gibt und ja, dass es eben neben der Arbeit eben auch noch Freizeit gibt und andere Dinge, die getan werden wollen. Das heißt, man guckt immer mehr darauf, was bietet der Arbeitgeber und wie sind da die Arbeitsbedingungen oder die Arbeitsverhältnisse. Und damit sind wir dann auch schon beim betrieblichen Gesundheitsmanagement. Denn da geht es vor allem darum, die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsverhältnisse so zu gestalten, dass MitarbeiterInnen gesund arbeiten können, dass sie sich wohlfühlen. Das ist die eine Seite. Und da können Sie natürlich als Arbeitgeber sehr, sehr, sehr viel tun. Und die andere Seite ist es, ja, ein Gesundheitsbewusstsein für die MitarbeiterInnen zu entwickeln. Das heißt also, die Eigenverantwortung für Gesundheit zu fördern. Und hier können auch ganz, ganz viele Maßnahmen angeboten werden, beziehungsweise man kann darauf hinweisen, was getan werden kann. Wenn wir über Arbeitsbedingungen sprechen, gehört natürlich auch die Führung dazu. Das heißt also, gesundes Führen ist ganz, ganz wichtig und damit auch ja, das Schaffen einer sogenannten Gesundheitskultur. Das heißt, ja, sehr viel zuhören, eine positive Fehlerkultur zu entwickeln, Konfliktmanagement zu etablieren, wertschätzend zu führen und auch die MitarbeiterInnen mit ihrer ganzen Persönlichkeit zu sehen und auch darauf einzugehen, Raum zu geben für ja, eigene Ideen, Kreativität, aber auch eben ja, Mitarbeitercoaching anzubieten, zu unterstützen, wo es denn notwendig ist. Und es sind jetzt nur einige Dinge, die ich genannt habe. Auf der anderen Seite ist es eben wichtig, ja, das Gesundheitsbewusstsein eben zu fördern. Dazu gehört mentale Stärke, Stressmanagement. Es gehört gesunde Ernährung dazu und natürlich auch Bewegung. Und auch hier gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die der Arbeitgeber anbieten kann. Ob das jetzt ja, ein Zuschuss zum Fitnessstudio ist oder mal eine mobile Massage oder der sogenannte Obstkorb. Ja, oder andere Möglichkeiten, Ernährungsseminare und ja, auch Resilienzworkshops natürlich, vielleicht auch Mitarbeitercoaching oder auch der Zuschuss zu einer Meditations-App. Also da gibt es auch ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man nutzen kann. Und ich denke, ja, vor allem die jüngeren MitarbeiterInnen und ja, Jobsuchenden gucken auch auf der Webseite, was bietet das Unternehmen. Das heißt, ich würde das natürlich auch auf der Webseite entsprechend publizieren. Wie sieht Ihr Gesundheitsmanagement aus? Wie sieht Ihre Gesundheitskultur aus? Was wird getan, sowohl in Sachen Führung, Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsverhältnisse, aber eben auch um das Gesundheitsbewusstsein zu schärfen und dann natürlich auch in den Alltag zu integrieren. Das sollten jetzt nur so einige Impulse für Sie sein und ja, vielleicht legen Sie einfach los und beginnen mit kleinen Tools bis hin zur Entwicklung einer Toolbox Gesundheit, die Sie natürlich ganzheitlich im Unternehmen entwickeln können. Wenn Sie Fragen dazu haben, dann schreiben Sie mir gerne unter info@sabineharbst.de. Ich freue mich auf Zuschriften und jetzt wünsche ich erstmal viel, viel Spaß beim gesunden Führen und bei der Gestaltung des gesunden Arbeitsplatzes. Eure Sabine Herbst. Tschüss.